Leute, und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, so zum Dienstagabend, bevor ich mich anschließend noch an das ausführliche Themenzettelchen setze. Aber wir haben uns ja heute Vormittag schon gesehen, haben ja da auch schon ein langes Flöckchen gehabt. Der Sinn der Übung oder das, was ich für heute noch geplant habe, ist aber, dass wir uns zur Kernsendezeit plus minus dann nochmal sehen. Ich hoffe, dass ich nicht vorher einschlafe, habe nicht ganz so viel gepennt heute, habe aber dafür einiges dann doch noch den Nachmittag über gemacht. Deswegen drückt die Daumen, dass ich nicht schlafe, falls wir uns nicht nochmal zur Kernsendezeit sehen sollten, gibt es wieder Frühstücks- oder Vormittagsfernsehen, aber das kriegt ihr dann mit. Jetzt habe ich aber auf dem Heimweg schon im Radio eine Meldung gehört, bei der ich dachte, hey, das lohnt sich da mal drüber zu reden. Da sich Radioquellen aber immer schlecht angeben lassen, könnt ihr so blöd nachprüfen, gibt es passenderweise auch noch einen Artikel dazu, nämlich im Lügel und bei der Tagesschau auch. Also eigentlich hat heute ziemlich breit jeder darüber berichtet. Ist nämlich auch ein extrem heikles Thema. Hatten wir zwar im Flöckchen schon angedeutet, aber nun zieht das Ganze größere Kreise. Wir hatten uns ja im Vlog darüber unterhalten, dass in einem NTV-Artikel nun mitgeteilt wurde, dass der französische Macron offenbar durchaus mit dem Gedanken liebäugelt, französische Truppen zu Fodorenski zu senden. Also auf anderes Territorium zu bringen. Und heute kam dann ganz, ganz schnell die groß angelegte Distanzeritis. Emmanuel Macron hat nämlich herumerzählt, dass man sich da wohl intern schon unterhalten hätte mit anderen Staaten. Da gäbe es wohl so ein paar, die da durchaus auch grundsätzlich das nicht ausschließen wollen. Ja, heute kamen dann die Dementis aus allen Richtungen. So ziemlich jedes andere EU-Land, inklusive den USA, die sind jetzt kein EU-Land, aber auch die haben ziemlich lautstark, ganz fast schon panisch bekräftigt, nein, natürlich nicht. Sie gedenken nicht, Soldaten zu schicken, nach Fodorenskistan. Sie wollen auf Biegen und Brechen verhindern, als Konfliktpartei angesehen zu werden. Und da ist dann auch Senilus ganz, ganz flott hinterm Ofen vorgekrochen und hat genau das Gleiche rausgehauen. Er meinte nämlich, nein, da gäbe es ja rote Linien und man wolle da zwar das fremde Militär unterstützen und ausrüsten, finanzieren und ausbilden und beliefern, das wolle man ja tun, aber die eigenen Leute hinschicken, nein, das wäre eine absolut rote Linie. Nun kann man wahrscheinlich ganz berechtigt die Frage aufwerfen, wie lange wird denn das so bleiben? Das erinnert mich nämlich etwas an die bekannte Salamitaktik. Erst etwas ausschließen, dementieren und dann über einen gewissen Zeitraum die Einwände immer stärker abklingen lassen und dann plötzlich doch noch einknicken. Das gab es ja bei diversen Waffensystemen bereits. Und wenn man die Ereignisse der letzten Jahre zusammennimmt, bei denen man mehrfach erleben konnte, dass genau das immer wieder politische Tagesordnung ist. Irgendwas, was für sehr viel Aufregung ganz berechtigt sorgt, dementieren und dann Stück für Stück für Stück das Dementi abbauen und dann eben sagen, ja, jetzt müssen wir es eben doch machen, ist alternativlos, nicht wahr? Das ist eine Verhaltensweise, die kommt uns irgendwie bekannt vor. Und es spielt nun auch nicht jedes Land bei dieser Dementierungs- und Distanzierungswelle mit, denn Litauen beispielsweise, die sind da etwas offener anwesend, in mehrfacher Hinsicht. Litauen hat nämlich angekündigt, ja, sie wollen das nur auch nicht ausschließen, dass man eventuell Bodenpersonal aus der NATO gegen Fodorenskistan schicken könnte. Dem hat sich dann noch der französische Verteidigungsminister da angeschlossen, oder der Außenminister, ich habe die jetzt gerade verwechselt, ein hochrangiger französischer Minister da hat sich da ebenfalls angeschlossen und meinte auch, ja, da müsse man doch drüber nachdenken. Wenn das erforderlich ist, dann muss das eben sein. Zum Beispiel zur Cyberabwehr oder aber zum Minensuchen, ja, wo eben gerade Not am Mann ist. Ja, Senilus, wie gesagt, bekräftigt nun einmal mehr, auch weshalb er keine Marschflugkörper liefern will, dass es dann doch recht schwierig wäre zu argumentieren, dass man keine Konfliktpartei wäre, wenn mit den Waffensystemen, die man hingeliefert hat, Ziele auf dem gegnerischen Territorium angegriffen werden. Macron stellt sich ganz offen hin und erzählt, es darf auf gar keinen Fall passieren, dass die Russen gewinnen. Also ist das jetzt ein französisch-russischer Krieg oder was läuft bei dir im Kopf schief, lieber kleiner Macron? Erst hieß es, es geht um unsere Freiheit, die verteidigt werden muss. Und jetzt plötzlich ist es aber, die Russen dürfen nicht gewinnen. Ja, wieso denn nicht? Kann uns doch Schnurz sein. Also ihr merkt, jetzt verändert sich die Argumentation. Von wegen, wir müssen ja helfen zu eine Bedrohung für unsere Freiheit hinzu. Die dürfen nicht gewinnen, weil wir wollen das nicht. Also ich sehe da eine ziemlich prägnante Veränderung der Kommunikation nach außen. Mag jetzt erstmal nur Frankreich sein, aber wir können fast schon Wetten drauf abschließen, wie lange es dauert, bis man dann auch in Absurdistan einknickt. Pistorius ist ja gleich angesprungen gekommen und hat gesagt, nein, das wäre von Anfang an absurdistanische Linie gewesen, dass man da nicht mitmacht. Also keine Truppen, auf gar keinen Fall. Ja, es hieß auch mal von Seiten der FDP, mit ihnen wird es keinen Zwang zu einem gewissen Produkt geben. Und wie lange hat es gehalten? Ja, bis nach der Wahl. Und wäre auch so durchgedrückt worden, wenn die Bevölkerung auf die Barrikaden gegangen wäre. Und genau deswegen befürchte ich, dass
der Verdacht naheliegen könnte, dass das auch mal wieder die klassische Salami-Hinhaltetaktik, Beschönigungstaktik ist. Erstmal raus an die Öffentlichkeit damit, die Empörung durchlaufen lassen, sagen, nein, haben wir gar nicht so gemeint, und dann Stück für Stück für Stück für Stück. Ihr versteht, denke ich, ziemlich genau, worauf ich hinaus möchte. Und mir stellt sich dann die Frage, wie beknackt kann man eigentlich sein? Gehen wir mal davon aus, dass alle, die jetzt ganz, ganz schnell dementieren, dass sie die Wahrheit sagen, dass sie es wirklich nicht vorgesehen haben. Ich glaube es ihnen nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass die es wirklich so meinen. Passt dann nicht so richtig zur europäischen Kriegswirtschaft, die man haben will. Aber setzen wir mal etwas Vertrauen in deren Worte. Also so pseudomäßig, nicht wahr? Denn persönlich glaube ich denen nur so weit, wie ich sie werfen kann. Wenn man sich die Statur des einen oder anderen Politikers anschaut, wird es schwierig. Also wir haben zwar heute 50 Kilo Hafersäcke rumgetragen, das ging schon, aber die musste ich nicht werfen. Wenn ich da so Grünling werfe, kann ich vielleicht rollen, aber naja, kleiner Scherz am Rande, wir wollen es ja nicht ins Lächerliche ziehen, das ist ein todernstes Thema. Kurz gesagt, ich glaube denen nicht. Wir nehmen aber mal an, gesetzt im Fall, die sagen tatsächlich die Wahrheit. Dann kommt da Frankreich und erzählt, aber wir wollen, im Zweifel, da eben auch einmarschieren. Da krapscht man sich doch an den Kopf und fragt sich, was in Frankreich da im Trinkwasser war. Zu viele Froschschenkel geschnüffelt oder was? Da will man nun als NATO-Mitgliedsstaat einmarschieren, also rübergehen nach Vorderinskistan, um sich da dann zu beteiligen. Und will man ja zwar trotzdem keine Konfliktpartei werden, aber man will ja da im Zweifel Bodenpersonal hinschicken. Ja, euch ist aber schon klar, dass der jeweilige Gegner, dem ihr jetzt gegenüber geäußert habt, er dürfe nicht gewinnen, ihr euch also da schon wieder eingemischt habt, ein Stück weit Aufmerksamkeit auf euch gezogen habt und geschrien habt, hey, hier sind wir sind auch eure Gegner, ihr dürft nicht gewinnen. Euch ist aber schon klar, dass das vielleicht sogar schon ausreichen könnte, um Konfliktpartei zu sein. Und wenn man da das weiterspinnt, hallo, NATO-Gebiet? Wenn sich da jemand so deppert ist, wie ihr da reinstürzt, löst ihr damit einen Bündnisfall aus? Gegen eine Nukleargroßmacht? Größte Militärmacht der Welt? Haltet ihr das wirklich für klug? Ich habe meine Zweifel. Na sicher, da kann der eine oder andere ganz wundervoll von profitieren. Krieg verkauft sich immer gut, ist ja gut fürs Geschäft. Vor allem, wenn der Krieg nicht auf dem eigenen Kontinent stattfindet, nicht wahr, lieber Amerikaner? Hatten wir ja schon einige Male. Wir hatten danach immer profitiert, nicht wahr? Aber dass jetzt die Franzosen um die Ecke kommen mit so einem brandgefährlichen Nonsens. Wo sind wir denn mittlerweile gelandet? Was wird denn da in der Öffentlichkeit medial fast schon forciert? Das ist doch krank. Vor allem wird das hierzulande forciert von einer Partei, die sich als Pazifistenpartei verkauft hat. Ja, das sehe ich. Noch wird dementiert. Wie gesagt, wir glauben denen jetzt mal, dass es ernst gemeint ist. Aber unser Nachbar, die Franzosen, die haben offensichtlich nichts Besseres zu tun, als sich mit einer der größten Militärmächte der Welt anzulegen. Da würde es mich doch mal wundern, was eigentlich die französische Bevölkerung dazu sagt. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass sie es nicht so geil finden. Ich fand ja auch immer die Beschwörungen hier so witzig, von wegen, es wäre ja, wir wären auf gar keinen Fall Konfliktpartei. Ja, ich sag nur, der kleine Kobold, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, ich war ja versehentlich geäußert, war ja alles nicht so gemeint, ist das Ministerium zurückgerudert. Aber nur weil man selber sagt, man tut etwas nicht, heißt das noch lange nicht, dass man es nicht doch macht. Also wenn jemand eine Bank überfällt, mit den Geldsäckle unterm Arm da rausspaziert und beim Rausgehen sagt, ja, lieber Bankmitarbeiter, ich überfall die Bank aber nicht, kann er das zwar sagen, aber da zieht der Bankmitarbeiter ein bisschen anders, ganz berechtigt. Also auch hier, ihr versteht, denke ich, die Analogie. Ja, ich bringe mal mit Absicht so lustige Beispiele, damit es etwas unterhaltsam ist und vielleicht auch für den Grünling verständlich. Aber genau die gleiche Situation haben wir in einem deutlich brisanteren Umfang doch aktuell. Da stellt man sich hin und sagt, wir sind aber keine Konfliktpartei. Nein, 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 sind wir nicht. Wir finanzieren, wir bilden aus, wir beliefern und so weiter und so fort. Aber wir machen nicht mit. Mal gar nicht. Das kann aber die Kontrahentenpartei grundlegend anders sehen. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Also wie kann man denn so ein gesamtdiplomatischer Versager sein? Also überhaupt kein bisschen diplomatisches Verständnis haben. Puh, wenn man sich die Hampel so anschaut. Ist ja nicht nur die Hampel, geht auch um andere Länder. Aber überrascht das irgendjemanden? Nicht so wirklich, ne? Ja, ich habe ja im Vlog schon erwähnt, dass ich mal hervorheben muss, dass mir ausgerechnet Senilos besonders verantwortungsbewusst vorkommt. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber der hat erkannt, dass es ein Problem sein könnte. Wenn man in einem fremden Konflikt die Ausrüstung stellt, mit der dann wiederum der Konflikt Partner, Gegner, wie auch immer man das nur korrekt bezeichnet, attackiert wird. Ja, natürlich hängt man dann damit drin. Klassischer Stellvertreterkrieg. Aber das sollte man eventuell dem Franzosen nochmal nahelegen, dass er sich da noch ein bisschen tiefergehend einliest. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende und sehen uns dann hoffentlich nachher nochmal.
Und ich glaube, ihr könnt ja ahnen, dass ich wirklich fassungslos bin, was hierzulande, oder nicht nur hierzulande, in Europa offensichtlich mittlerweile normal ist. Braucht man nichts weiter zu sagen. Da wundert man sich nur. Bis dann.